Dann wünsche ich einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Ich freue mich sehr auf das Webinar heute. Ich freue mich immer auf die Webinare mit David, aber heute insbesondere, denn wir haben zwei Premieren. Also einmal startet das Webinarjahr 2019 hier bei FXLED mit David und wir haben, beziehungsweise David stellt heute ein neues Produkt vor, beziehungsweise eine neue Software hier bei FXLED zum ersten Mal. Und das ist EA Labor, Handelssysteme ohne Programmierung entwickeln. Und deswegen wollen wir direkt auch anfangen. Nichtsdestotrotz auch hier an der Stelle der Risikohinweis. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie müssen am Ende Ihre eigene Entscheidung treffen, deswegen auch nicht dieses Webinar als Handelsempfehlung verstehen. Und auch das muss ich sagen, die Meinung des Referenten muss nicht zwingend die von FXLED sein. So, dann offiziell nochmal, schönen guten Abend David. Freue mich auf das Webinar, wie schon gesagt, und übergebe sehr gerne den Bildschirm. Super, dann stelle ich den richtigen Bildschirm ein. So, jetzt haben wir gleich der Hauptbildschirm. So, schauen wir mal. Genau, jetzt sehen wir den richtigen. Ja, super, vielen Dank für deine Einleitung und von mir auch einen schönen guten Abend zusammen. Freut mich wieder, dass so viele hier beisammen sind bei der heutigen Doppelpremiere. Ja, worum geht es heute? Heute geht es mal um ein neues Produkt. Nelson hat es ja schon erwähnt. Wir haben uns was überlegt, um ja den Zugang zu den automatischen Handelssystemen noch mehr Tradern zur Verfügung zu stellen. Wie nennt sich das Ganze grob oder kurz und knapp? EA Labor. Wir haben quasi ein EA Labor erschaffen, in dem es jedem möglich sein soll, eigene automatische Handelssysteme zu entwickeln, ohne auch nur eine Zeile Code zu programmieren. Wenn man so sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann kommt man wahrscheinlich immer früher oder später an dem MetaTrader nicht vorbei oder an die Programmiersprachen MQL 4 und 5. Das sind die jeweiligen Programmiersprachen. Und im Internet gibt es einige Programmierkurse, Programmieranleitungen. Aber ich habe es auch schon immer öfters gesagt und der Meinung sind wir heute auch immer noch, Trading und Programmierung sind zwei verschiedene komplexe Bereiche. Das heißt, die Programmierung ist ein eigenständiger Ausbildungsberuf oder sogar ein Studium. Und dass das Trading kompliziert genug ist, das muss ich Ihnen wahrscheinlich gar nicht erzählen. Da sind Sie die Experten in dem Bereich. So, wie ist nun der Weg, um seine eigenen Ideen programmieren zu können? Wir bei AlgoCamp, wir haben ja zum Beispiel auch die Dienstleistung, dass wir Tradern, die eine Handelsstrategie haben, dass wir auch die Dienstleistung da anbieten und halt die Ideen, die Handelsideen in ein automatisches System umwandeln. Wir haben dabei aber gemerkt, dass die meisten Handelssysteme, die Ideen, die programmiert werden sollen, von der Struktur her oder von den Vorgaben her relativ simpel sind. Das heißt, es gibt immer wieder die gleichen Dinge, die gerne genutzt werden, die gleichen Funktionen und so weiter. Und aber auch mal das gleiche Problem, dass viele noch nicht ihre Strategie durchdacht haben, weil sie zum Beispiel keine genaue Stop-Loss-Logik haben, keine genaue Take-Profit-Logik und so weiter. Und das Ganze wollten wir aus der Welt schaffen. Das heißt, wir predigen ja immer, dass wir uns nicht dagegen wehren sollen, dass automatische Handelssysteme immer weiter in unseren Alltag rückt oder dass die Automatisierung generell in unseren Alltag kommt. Das sehen wir zu Hause, wenn unser Computer Licht anmacht, die Heizung anmacht, den Kühlschrank fast schon öffnet oder die Autos, die immer weiter von alleine unterwegs sind. Da sollten wir uns nicht gegen sträuben und das Ganze machen wir bei der Programmierung auch nicht. Vielen, denen wir das schon gezeigt haben oder davon erzählt haben, haben halt gesagt, wieso bringt ihr einen Generator raus und wieso macht ihr euch die Arbeit in dem Bereich kaputt? Das sehen wir so nicht. Es ist einfach modern, es ist einfach zeitgemäß und im Endeffekt haben wir davon alle viel mehr. Was haben wir daraus erschaffen? Wir haben das EA-Labor erschaffen, in dem es wirklich jedem möglich sein soll, eigene Handelssysteme zusammenzuklicken, rein mit der Maus.
gucken uns den gleich an. Wir werden gleich auch zwei Strategien zusammen uns erklicken, im Handels MetaTrader testen, installieren, durchtesten, dass wir mal den gesamten Ablauf mal kurz gemeinsam durchgehen, zweimal, und dass wir mal sehen, wie einfach es eigentlich ist. Generell muss man natürlich sagen, EA-Bilder oder Handelssystemgeneratoren, das Rad haben wir nicht erfunden. Davon gibt es einige, gerade im englischsprachigen Bereich. Im deutschen Bereich ist mir jetzt nichts bekannt. Das Problem allerdings, oder wir haben die Probleme erkannt, wieso diese Generatoren nicht genutzt werden, wo es die Probleme gibt. Auch in der Zusammenarbeit mit unseren Tradern bei AlgoCamp haben wir halt gemerkt, dass es immer an ein paar Dingen scheitert. Zum einen ist es ganz oft einfach die Sprachbarriere, dass die meisten Handelssystemgeneratoren einfach komplett auf Englisch sind, keine Dokumentation haben, was für viele natürlich schon mal eine Hürde ist, und dass viele EA-Generatoren oder Handelssystemgeneratoren einfach viel zu komplex sind, wo man sich die Frage stellt, wieso sollte ich den überhaupt nutzen, dann kann ich gleich anfangen zu programmieren. Und diese Probleme haben wir aus der Welt geschafft und dazu noch ein paar weitere tolle Funktionen mit eingebaut, die wir gleich mal gemeinsam durchgehen. Nur, dass wir einfach mal so gemeinsam die Basis haben, was eigentlich genau MQL ist oder was eigentlich hinter dem Handelssystem steckt. Wir kennen das ja in unserem MetaTrader, wenn wir beispielsweise einfach mal den MACD-Sample, also hier links sind ja die Handelssysteme im MetaTrader, wenn wir uns einfach mal den Quellcode davon angucken, dann sehen wir, dass das relativ viel ist. Also diese Strategie, die standardmäßig im MetaTrader, den haben Sie zu Hause auch installiert, und das ist einfach nur der Code. Wir wollen uns jetzt gar nicht zu sehr mit beschäftigen, das ist zum Glück nicht unser Thema. Das sind hier gute 150 Zeilen Code, wo wir nichts anderes machen, als einen einfachen MACD zu handeln. So. Wenn wir uns vorstellen, das müssen wir alles selbst programmieren, verstehen, testen und überarbeiten, das ist Programmierung, damit wollen wir uns gar nicht beschäftigen. Die Arbeit können wir auch abgeben lassen, das geht viel, viel entspannter. Und genau das können wir uns quasi aus dem Kopf schlagen, das ist nicht mal unser Bereich. Wir brauchen mal keinen Programmierkurs uns kaufen, sondern wir können das alles alleine mit dem EA-Labor entwickeln. Dass wir also hier im MetaTrader dann links unser eigenes Handelssystem haben, was wir hier anwenden können, testen können, und wir keinen Programmierer brauchen, wir kein Geld ausgeben müssen für einen Programmierkurs und wir nicht ewig anfangen müssen, das Ganze zu erlernen. So, dann schauen wir uns das Ganze gleich mal an. Wichtige Vorab auf jeden Fall, das EA-Labor ist noch nicht öffentlich. Das heißt, momentan sehen wir nur die EA-Labor.de, wo man sich eintragen kann und weiter. Wenn wir mit dem Ganzen durch sind, haben wir noch ein exklusives Angebot für alle Teilnehmer und alle FX-Wettkunden, um das EA-Labor auch schon vorher nutzen zu können. Wie das aussieht, schauen wir uns einfach direkt mal an. Das ist das EA-Labor. So simpel wie nur möglich. Man sieht es, wir haben keine großen Spielereien. Wir haben bei der Begrifflichkeit besonders viel Wert darauf gelegt, dass das Ganze verständlich ist, dass wir also hier auch als Trading-Anfänger das Ganze bedienen können. Natürlich sind an der einen oder anderen Stelle ein paar Begrifflichkeiten verwendet, die etwas sehr fachlich sind, aber die leider auch nötig sind. Und das Ganze wollen wir natürlich auch nicht verstecken. Also, ich habe heute mit zwei Strategien mitgebracht, die ich gerne gemeinsam mit Ihnen umsetzen würde. Das heißt, wir bauen uns das Ganze zusammen, wir installieren danach das Handelssystem im MetaTrader, setzen es live auf das Konto an und backtesten das Ganze auch mal durch. So, wenn wir also das EA-Labor öffnen, dann haben wir genau diese Oberfläche hier. Erstmal werden wir gefragt, was ist eigentlich der Name des Projekts? Ich habe mir für die erste Strategie, um das Ganze zu demonstrieren, überlegt, dass wir einfach die kennen Sie wahrscheinlich, die Gold Friday Rush Strategie nutzen. Das heißt, wir kaufen Gold am Donnerstag um 22 Uhr und verkaufen Gold am Freitag um 22 Uhr. Das ist die Strategie. Das wollen wir automatisch umsetzen mit dem EA-Labor. Das heißt, wir wollen nicht mehr jedes Mal am Donnerstag zu Hause um 22 Uhr noch wach sein und uns einen Wecker stellen müssen, sondern das soll komplett automatisiert laufen. Von daher geben wir hier erstmal den Namen an. Ich nenne es Gold EA
Webinar, dass wir gleich wissen, was das ist. Dann werden wir gefragt, Kommentar für die Orders. Das kennen Sie wahrscheinlich auch, wenn wir im MetaTrader hier Position aufhaben. Dann können wir hier rechts immer einen Kommentar angeben. Hat keine wirkliche Funktion, sondern es dient lediglich einfach darum, das Ganze besser zu später zuordnen zu können. Wenn wir mehrere Handelssysteme haben, dann ist es sinnvoller, dass wir da einfach einen kleinen Kommentar haben. So, ich trage dann hier ein Gold EA, das ist mein Kommentar. Dann haben wir noch die Magic Number. Das ist sehr, sehr wichtig. Kennen wahrscheinlich nicht so viele in dem Bereich. Problem ist einfach, was ist denn, wenn wir auf unserem Konto automatisiert handeln wollen und auch noch zeitgleich manuell handeln wollen oder vielleicht zwei Handelssysteme haben. Wir wollen dann nicht, dass das Handelssystem zum Beispiel unsere Position, die wir manuell eingegangen sind, oder unsere Orders, die wir manuell eingeführt haben, dass diese sie nicht stören oder schließen. Das heißt, wenn ich oder mein EA eine Position eröffnet, dann soll die da bleiben, dann soll der EA diese Position verwalten und was ich manuell mache, soll auch getrennt sein. Und mit der Magic Number verteilt das Handelssystem, was wir jetzt zusammenbauen, jeder eigenen Order und Position eine eigene eindeutige Magic Number. Ob die jetzt 1, 10 und 100, 500 ist, ist völlig egal. Wichtig ist nur, dass wir sie auf unserem Konto einmalig verwenden. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine 500 verwende, können Sie auch eine 500 verwenden, aber Sie sollten nicht zwei Handelssysteme auf Ihrem System laufen lassen, wo beide die 500 haben. So. Also im Grunde genommen können wir hier einfach mal kurz auf den Nummernblock schlagen und haben dann eine Magic Number. Das reicht völlig aus. Und dann brauchen wir noch einen letzten Wert. Das ist Punktwert. Das heißt, welches Asset möchten wir handeln und was ist die kleinste Bewegung, die wir halt handeln können. Würde ich jetzt ein DAX-System entwickeln wollen, würde ich eine 1,0 eintragen. Das heißt, der DAX bewegt sich in einem Punkt. Würde ich einen Euro-Dollar, also eine Währung handeln, würde ich hier eingeben 0,0001 Pip. Würde ich eine Yen-Währung handeln wollen, dann würde ich entsprechend 0,01 eintragen. So, wir nehmen aber in dem Fall Gold und wollen, dass das Ganze im ganzen Dollar an sich bewegt. Klicken auf OK und das Projekt ist soweit erstmal eröffnet. Also wir sehen jetzt hier vier verschiedene Buttons. Also wir werden gar nicht groß überladen oder überfordert von den Funktionen. Wir haben hier Variablen definieren, Event hinzufügen, Sonderfunktion und, ganz wichtig, Quellcode herunterladen. Das heißt, wenn wir uns hier das Handelssystem zusammengebaut haben oder zusammengeklickt haben, dann ist es nicht so wie zum Beispiel bei vielen anderen Handelssystemgeneratoren, dass Sie nur die ausführbare Datei bekommen, also nur das Handelssystem, sondern Sie bekommen auch noch den Programmcode und können da jederzeit reinblicken, Änderungen vornehmen oder. Das heißt, wenn Sie beispielsweise Angst haben, dass das CA-Labor übermorgen nicht mehr da ist und Sie nicht mehr daran arbeiten können oder ähnliches, dann ist es gar kein Problem. Sie haben den Quellcode auf Ihrem Computer und können beispielsweise damit auch sagen, ich ändere da selbst im Programmcode rum oder ich beauftrage Programmierer oder. Wichtig ist, es liegt alles bei Ihnen und wir halten hier keinerlei Informationen zurück, was das angeht. So, wir werden uns wahrscheinlich hauptsächlich bei Events hinzufügen bewegen. Variablen definieren, das erkläre ich gleich nochmal. Sonderfunktionen. Wir müssen natürlich dazu sagen, dass die EA-Labor befindet sich immer noch in einer sehr, sehr frühen internen Testphase. Die ist allerdings, die darf man sich nicht so vorstellen, dass jetzt alle zwei Minuten abbricht. Wir nutzen das EA-Labor für AlgoCamp auch schon produktiv. Wir haben damit auch schon zwei Handelssysteme entwickelt, die wir auch selbst auf Echtgeldkonten nutzen. Das heißt, der Status ist schon relativ robust. Es gibt natürlich hier und da ein paar kleine Fehlerchen, aber am stärksten erkennt man das Ganze, dass die Funktionen noch nicht so extrem weit ausgebaut sind. Das heißt, wir haben hier schon sehr, sehr viele Indikatoren, sehr, sehr viele Funktionen, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil von dem, was wir noch vorhaben und was auch noch kommen wird. Sonderfunktionen, da kommen wir auch gleich zu im Anschluss, aber fangen wir erstmal direkt an mit den Order-Befehlen, wo wir sagen können, wann das Handelssystem kaufen soll, wann es verkaufen soll. Okay, fangen wir an. Events hinzufügen. So beginnt das Ganze. Was wollen wir machen?
Wir haben ja gesagt, wir wollen Gold am Donnerstag um 22 Uhr kaufen und am Freitag um 22 Uhr verkaufen. Also ist mein erstes Event, mein erstes Ereignis, eine Buy Order. Jetzt sehen wir hier, das Ganze ist in blau eingerahmt. Das heißt, hier können wir gleich die Bedingungen hinzufügen, damit das System automatisch eine Buy Order öffnet. Dafür klicke ich einfach hier auf Bedingungen hinzufügen. Und dann sehen wir hier quasi das Hauptinterface oder die Hauptoberfläche, wo wir alles definieren können. Wir haben hier Indikatoren, wir haben hier Kerzendaten, die wir verwenden können, wir haben Bid and Ask und auch sonstige Funktionen. Und fangen wir einfach mit einer sonstigen Funktion an. Und zwar wollen wir ja am Donnerstag um 22 Uhr kaufen. Dann würde ich als erste Bedingung hinzufügen, dass der Wochentag nur Donnerstag sein darf. So, jetzt heißt es, eine Buy Order wird nur dann eingegangen, wenn das System oder wenn es gerade Donnerstag ist und nicht Montag ist, nicht Dienstag, nicht Mittwoch, nicht Freitag und Wochenende sowieso nicht. So, das ist die Bedingung. Jetzt sehen wir hier, wir haben hier eine Zeile. Da steht quasi, das ist nur ein kurzer, ich sag mal ein kurzer Pseudocode, soll uns nicht weiter stören, aber das ist die erste Bedingung. Wir haben hier zwei Schalter, das sehen wir hier. Einmal alle Bedingungen müssen erfüllt werden und nur eine Bedingung muss erfüllt sein. Was bedeutet das? Bei alle Bedingungen, das ist eigentlich fast schon selbsterklärend, heißt es, das, dass alles, was wir hinzufügen, alles wahr sein muss, also alles stimmen muss. Und wenn wir sagen, nur eine Bedingung muss erfüllt sein, dann reicht es, wenn nur eine oder zwei oder drei davon erfüllt sein. Also es muss mindestens eine erfüllt sein bei dieser Auswahl, aber nicht alle. Hängt stark von der Funktion ab, das muss man dazu sagen. Oder von der Strategie besser gesagt, aber das werden wir gleich nochmal im Detail sehen. So, jetzt würde er jeden Donnerstag handeln. Das bringt uns noch nicht so viel und er würde wahrscheinlich unendlich viele Positionen aufbauen. Aber wir wollen natürlich noch die Uhrzeitüberprüfung haben. Dann klicke ich hier wieder auf weitere Bedingungen hinzufügen, sonstiges und sage dann auch noch Uhrzeit. Die Uhrzeit soll größer, kleiner, gleich sein. Und zwar wollen wir um 22 Uhr kaufen. So. Jetzt sehen wir schon mal zwei Bedingungen. Mit der Auswahl, alle Bedingungen müssen erfüllt sein, muss es Donnerstag sein und es muss 22 Uhr sein. Würde ich sagen, nur eine Bedingung muss erfüllt sein, dann würde er jedes Mal um 22 Uhr long gehen oder einfach an jedem Donnerstag. Macht von der Logik her relativ wenig Sinn in dem Bereich. Von daher lassen wir es auf alle Bedingungen. So, was müssen wir noch machen? Wir wollen natürlich nur eine Position eingehen. Das heißt, wir müssen nachprüfen, ob wir schon eine Position haben oder besser gesagt, ob wir keine Position haben. Kommt die nächste Bedingung, die wir hinzufügen. Ich stelle wieder auf Sonstiges und dann sage ich offene Position. Die offene Position muss auf 0 gesetzt sein. Was bedeutet das? Er geht jetzt nur eine Position ein, wenn er noch keine eigene Position hat. Wenn wir auf dem Konto jetzt zum Beispiel den Euro-Dollar handeln, den British Pfund oder was auch immer handeln, Positionen aufhaben, dann interessiert es diesen System hier nicht, denn es schaut ja nur auf die eindeutige ID, also auf die Magic Number. So, wir haben also jetzt drei Bedingungen. Wir dürfen keine Position haben. Es soll 22 Uhr sein und es soll Donnerstag sein. So, dann haben wir eigentlich, wenn ich nichts vergessen habe, soweit alles richtig eingestellt. Stand jetzt würde das System dann kaufen, wenn es kaufen soll, aber es würde die Position nicht losfahren, weil wir momentan nur ein Buy-Event haben. Das heißt, die Position würde er nur aufbauen, aber nicht schließen, kein Stop-Loss setzen oder ähnliches. So, jetzt sehen wir hier oben rechts, ich glaube, das kann man auch einigermaßen erkennen, da ist ein kleines Werkzeugsymbol. Wenn ich darauf klicke, dann kann ich die Order, also die Buy Order, noch bestimmen oder ja, definieren. Das heißt, wie viel Volumen möchte ich eigentlich handeln? Standardmäßig ein Lot. Wie groß soll der Stop-Loss sein? Wie groß soll der Take-Profit sein? So, ich lasse es jetzt auf einen Kontrakt, in dem Fall auch richtig, wenn wir den Gold-CFD zum Beispiel nur in ganzen Stücken handeln können.
Stop-Loss lassen wir auch erstmal raus, Take-Profit lassen wir auch erstmal raus. So, das stellen wir auf OK. So, jetzt müssen wir ein nächstes Event hinzufügen, und zwar wollen wir noch die Buy-Position schließen. Also klicken wir hier auf weiteres Event hinzufügen und dann klicke ich auf Buy Order schließen. So, was machen wir jetzt? Jetzt definieren wir den Punkt, wo er die Position schließen soll. Das heißt, es muss Donnerstag sein, Freitag sein, wir müssen eine Position haben und es muss wieder 22 Uhr sein. Sonst wollen wir die Position nicht schließen. Das heißt, jetzt geht das Spiel wieder von vorne los. Ich sage wieder, Bedingungen hinzufügen, sonstiges, Wochentage. Jetzt wollen wir die Position hier am Freitag schließen. Ja, hier Freitag, Bedingungen hinzufügen. Dann soll wieder 22 Uhr sein. Uhrzeit gleich 22 Uhr. Bedingungen hinzufügen. Und jetzt ganz wichtig, wann können wir eine Position schließen? Nur dann, wenn wir auch eine haben. Deswegen prüfen wir jetzt wieder die offene Position, aber wir sagen, wir müssen hier mindestens eine haben. Also wir müssen genau eine Position haben. So, dann haben wir das soweit erstellt. Buy Order, das heißt alles, was im blauen Block hier oben ist, bedeutet, was muss passieren, damit das System long geht, und hier unten, was muss passieren, dass ihr die Long-Position wieder schließt. Das war's. Ich kann jetzt auf Quellcode herunterladen klicken und habe dann das System. Gucken wir einfach mal rein. Ich klicke hier auf Quellcode herunterladen und ich sehe schon, er hat alles automatisch generiert, was ich gerade zum Beispiel gesehen habe im Meta-Trader, in dem Meta-Editor. Das alles müssten wir eigentlich manuell programmieren. Sehr viel Aufwand, ohne Wissen, nur sehr schön generiert. Ich kann jetzt hier auf Quellcode herunterladen klicken und dann habe ich das Handelssystem schon auf meinem Rechner und es ist einsatzbereit. So. Aber wir haben hier noch ein paar Funktionen, die wir nicht vergessen dürfen, die sehr, sehr interessant sind. Kommen wir zu den Sonderfunktionen. Was sind die Sonderfunktionen? Das ganze System steht und fällt so ein bisschen mit den Sonderfunktionen. Wie gesagt, das EA-Labor ist noch in einer sehr, sehr frühen Phase. Da werden noch viele, viele, viele weitere Funktionen hinzukommen. Aber einfach mal, um diese Eigenschaft zu demonstrieren, Sonderfunktion. Was wir immer ganz oft erlebt haben, ist, dass man als Trader manchmal ganz gute Einstiege hat oder ganz gute Strategien findet, aber bei der Positionsschließung, beim Rechnen vom Volumen oder beim Nachziehen vom Stop-Loss und so weiter, also alles, was so drumherum passiert, was eigentlich relativ wichtig ist, dass uns da oft ein paar Informationen fehlen oder ein bisschen Inspiration fehlen. So. Und hier können wir mit einem Klick fertige Funktionen hinzufügen, die sehr, sehr nützlich sind, muss ich dazu sagen. Beispiel, Freitag alle Positionen schließen. Ist für viele eine wichtige Funktion. Sie wollen einfach nicht übers Wochenende Position halten. Klicke ich hier einfach rauf. Dann werde ich gefragt, um wie viel Uhr sollen am Freitag die Positionen geschlossen werden. Kann ich sagen, ich will ein bisschen früher Feierabend machen. Nehmen wir 16 Uhr. So, klicke auf OK und die Sonderfunktion ist eingebaut. So, das möchte ich aber nicht. Schauen wir uns die nächste Funktion an. Break-Even Stop-Loss. Ein Klick. Ich trage ein, wann soll der Stop-Loss auf Break-Even gesetzt werden? Dann, wenn er beispielsweise im Gold, in dem System halt, 50 Dollar am Gewinn ist. Oder aber den Trailing-Stop-Loss. Wann soll der Stop-Loss nachgezogen werden? Wie weit soll der aktuelle Stop-Loss entfernt sein? Das alles geht mit einem Klick und ein, zwei Zahlen, die wir eingeben. Wie gesagt, es sind nur drei Funktionen momentan. Da kommen auf jeden Fall noch sehr, sehr viele nützliche Funktionen rein, sodass wir wirklich auch vom Testen her relativ einfach das Ganze durchtesten können. Ich habe jetzt vielleicht irgendwo in einer Zeitung, in einem Webinar von einer Strategie gehört. Die habe ich mir jetzt hier zusammengeklickt. Und dann weiß ich aber gar nicht, wie es von der Profitabilität her drum steht. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich schließe alle Positionen am Freitag, dann installiere ich mir das System immer MetaTrader, programmiere, teste da ein bisschen rum, dann nehme ich die Funktion wieder raus und baue was anderes ein, teste es wieder durch und so weiter. Vielleicht sage ich auch, die Buy Orders und das System läuft ganz rund, aber ich will noch einen Filter einbauen. Der handelt mir ein bisschen zu viel. Jeden Donnerstag ist zwar nicht so viel, aber die Trades sind nicht so gut.
klicke ich einfach hier wieder auf weitere Bedingungen hinzufügen und sage beispielsweise, ich will nur dann die Position eingehen, wenn Donnerstag ist, 22 Uhr, und aber auch der aktuelle Ask-Kurs zum Beispiel über dem SMA ist. So. Also Ask größer SMA. Dann sage ich, ich will, wenn schon, dann will ich den SMA auch auf Tagesbasis haben. Also ein bisschen langfristiger sein. Ich nehme den 50er SMA. Wobei, SMA gefällt mir nicht. Ich nehme den EMA. Und der EMA soll nicht aufs Close berechnet werden, sondern von mir aus auf das Open. Und klicke auf Belegen hinzufügen. Und schon ist die weitere Überprüfung eingebaut. Das könnte ich jetzt wieder herunterladen, testen. Und dann finde ich vielleicht heraus, oh gut, funktioniert ganz gut, oder ich sage, naja, gefällt mir irgendwie nicht, ich nehme das wieder raus, gar kein Problem, klicken wir hier rechts auf die kleine Mülltonne und die Funktion ist wieder raus. So, also von der Bedienung her ist es sehr, sehr einfach. Was dazu noch interessant ist, ist natürlich, wie bekommen wir das Ganze jetzt in unsere Meta-Trader rein oder wie kann ich das Ganze backtesten? Dafür gehen wir einfach nochmal das Ganze mit einer anderen Strategie durch, die wir dann auch herunterladen. Dafür erstelle ich kurz ein neues Projekt. Wir sehen, einfach die Seite aktualisieren, dann können wir wieder ein neues Projekt erschaffen. Und das klicken wir nochmal ein bisschen schneller zusammen. Die Basics, die haben wir jetzt gesehen. Dann installiere ich das Ganze im MetaTrader, wende es aufs Konto an und wir schauen uns die Performance an. Und in der Zeit, wo dann der Backtest kurz durchläuft, können wir gleich mal gemeinsam die Fragen durchgehen. Also wenn Fragen kommen, dann gerne her damit. So, das neue System nennen wir einfach mal den Webinar-Trader. Kommentar ist dann auch Webinar. Die Magic Number, die kennen wir ja, die kann egal sein. Der Punktwert, ich würde jetzt ein Euro-Dollar-System zusammenbauen. Da habe ich gerade auch die historischen Daten für geladen. Von daher beim Euro-Dollar 0,0001. Das heißt, ein Pip, klicken auf OK. Und dann geht's los. Dieses Mal will ich wieder ein saisonales System zusammenbauen, was aber nicht Goldlong geht, sondern zu gewissen Uhrzeiten den Euro-Dollar shortet. Dann klicke ich wieder auf Event hinzufügen, sage hier Sell Order. Dann wissen wir, hier oben rechts kann ich meine Sell Order definieren. Ich möchte, das System soll nicht 0,1 Lot handeln, sondern das kann ruhig 1 Lot handeln. Stop-Loss und Take-Profit lasse ich erstmal weg. Kommen wir nämlich gleich noch zu den Variablen, die sehr nützlich sind. Klicke auf OK. Dann sage ich, ich möchte dieses Mal nicht nur am Donnerstag handeln. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich will mehr Action im Depot haben. Dann würde ich beispielsweise sagen, ich will einfach nur zu gewissen Uhrzeit handeln. Wochentag ist mir völlig egal. Ich sage, ich will jeden Tag um 13 Uhr short gehen. Wo sage ich, dass ich short gehe? Wir haben es ja hier oben definiert. Da das blaue Sell Order, das bedeutet, alles, was wir jetzt definieren, führt dazu, dass er eine Sell Order ausführt. So, es ist 13 Uhr und ich will natürlich nur eine Position haben. Das heißt, er soll auch nur dann den Trade eingehen, wenn ich gar keine Position habe. Das heißt, wenn die offene Position auf 0 ist. So, das reicht mir auch schon. Die Position will ich natürlich auch noch schließen. Also gebe ich noch ein weiteres Event hinzu, und zwar Sell Order schließen. Von der Begrifflichkeit ist da noch ein kleiner Fehler drin. Es müsste an sich nicht Sell Order schließen heißen, sondern die Sell oder die Short Position schließen. Darum geht es ja. Und die ganze Position will ich schließen, wenn es 2 Stunden später ist einfach. Also ich sage wieder Uhrzeit. Um 13 Uhr bin ich die Position eingegangen. Schließen möchte ich sie um 15 Uhr. Und ich kann nur dann was schließen, wenn ich auch eine Position im Depot habe. Also sage ich dann auch noch, offene Position muss auf 1 sein. Was können wir uns da zum Beispiel im Hintergrund vorstellen? Das heißt, die Bedingung, die wir jetzt hinzufügen, die misst dann quasi sekündlich oder mit jedem Kurs da reinkommt, wie viele Positionen habe ich? Ah, okay, ich habe 0. Ah, okay, ich habe 1. Und das wird halt hier überprüft. So, das sind die Bedingungen. Das sollte eigentlich schon erstmal reichen. Jetzt kommen wir zu den Variablen. Das von der Begrifflichkeit Variable kommt leider ein bisschen aus der Programmierung.
Wir wollen nicht so viele Programmierbegriffe verwenden, müssen wir uns noch was Passendes überlegen. Aber was ist überhaupt eine Variable? Eine Variable ist quasi ein Speicherort oder ein Platzhalter, um Werte anzugeben. Ich switche mal kurz zurück in den MetaTrader. Hier zum Beispiel, wir kennen das sehr wahrscheinlich oder Sie kennen das vielleicht, wenn wir ein Handelssystem anwenden oder einen Indikator anwenden auf dem Chart, dann haben wir hier diese Parameter, die wir ändern können. Wir können zum Beispiel eintragen, wie viel Volumen soll ein System handeln, wo ist der Take-Profit. So ähnlich kennen Sie es wahrscheinlich auch von den Indikatoren. Wenn ich einen neuen Indikator hinzufüge, dann kann ich da eingeben, wie tief ist der SMA, welche Farbe hat der SMA. Und diese Einstellungsmöglichkeiten hier, das sind Variablen. Also ja, nicht festgelegte Parameter, die wir im MetaTrader ändern können, ohne im Programmcode hier reingehen zu müssen. Also wir müssen hier nicht irgendwo reingehen und sagen, LOTS ist jetzt 0,2, sondern wir können komplett wegbleiben von der Programmierung und tragen das hier im Chart ein. Das sind Variablen. So, dann gehen wir wieder zurück. Also, probieren wir das Ganze einfach mal. Was können wir für Variablen anwenden? Wir haben beispielsweise hier, haben wir das Volumen fix angegeben. So, ich will aber nicht immer hier reingehen und was programmieren oder ich will nicht immer im Quellcode reingeben, sondern ich will es dynamisch haben und ich will es jederzeit ändern können. Von daher füge ich jetzt eine neue Variable hinzu. Vom Typ ist sie eine Ganzzahl. Das passt beim Volumen nicht. Von daher nehme ich eine Kommazahl, weil wir können ja den Euro-Dollar nicht nur in 1, 2, 3 Schritten handeln, sondern 0,1, 0,2, 0,01. Von daher ist es eine Kommazahl und ich sage Volumen Trader. Standardwert der Variable nehmen wir einfach ein Lot. Dann füge ich das Ganze hinzu. Und jetzt sehen wir hier in der Übersicht gleich die Variable, die wir hinzugefügt haben. Können Sie auch wieder löschen, können weitere hinzufügen, aber die eine reicht uns erstmal. Ich klicke auf OK und dann bearbeite ich hier oben die Cell Order wieder und dann klicke ich hier rechts auf den kleinen Stift und sage beim Volumen Variable suchen und dann sehe ich hier meine Volumen Trader Variable, die ich ausgewählt habe und ich sage Volumen Trader aktivieren. Was habe ich jetzt hier gemacht? Wenn ich jetzt das Handelssystem gleich im MetaTrader lade, dann kann ich jederzeit im Chart, also in dem kleinen Fenster mit den Parametern, das Volumen ändern oder im Quellcode reingehen zu müssen. Und das kann ich für fast alle Einstellungsmöglichkeiten machen. Das heißt, wenn ich beispielsweise noch einen SMA oder EMA hinzufüge, dann will ich wahrscheinlich auch ab und zu zum Testen die Tiefe ändern. Also ich will einen 50er, dann will ich mal einen 20er SMA haben oder ich will meine RSI ändern, ohne halt in den Programmcode zu gehen. Und das könnte ich halt auch dann ganz bequem im MetaTrader machen und muss nicht den Editor öffnen und erstmal anfangen zu programmieren. Lassen wir so, gucken wir gleich nochmal im MetaTrader rein, wo wir diese Variable finden, aber hier reicht es erstmal. So, dann hoffen wir mal, dass ich hier keinen Fehler eingebaut habe und dann holen wir uns den Quellcode und laden ihn einfach mal gleich in den MetaTrader rein. Also wir sehen, wir haben hier wieder viel Zeit und Arbeit gespart. Ich klicke auf Quellcode herunterladen. Da sehen wir auch schon die Animation. Und dann switche ich mal direkt rüber in den MetaTrader. Da sind wir. Und jetzt wollen wir das Handelssystem natürlich hier links reinbekommen. Da ist es noch nicht drin. Wir brauchen es aber hier. Wir wollen es im MetaTrader haben. Wie machen wir das? Das geht relativ einfach. Wir gehen in den MetaTrader einfach auf Datei. Dann öffnen wir den Dateiordner. Dann warten ein paar Sekunden. So. Dann gehen wir in den Ordner, das ist die Standard-Ordnerstruktur von jedem MetaTrader 5R4, gehen wir in MQL4, gehen in Experts und wir sehen, genau hier sind die ganzen Handelssysteme, die wir auch links sehen. Das heißt, neue Handelssysteme muss ich genau hier reinfügen. Jetzt kopiere ich den EA, den wir gerade erstellt haben. Das war Webinar Trader. Den kopiere ich. Dann gehe ich kurz wieder zurück. Füge den hier ein. So, jetzt ist er hier in der Ordnerstruktur und jetzt müssen wir ihn noch in den MetaTrader direkt reinbekommen. Entweder starte ich den MetaTrader neu, müssen wir nicht. Zweite Alternative ist, ich klicke einfach hier links auf Experten, klicke auf Aktualisieren, dann warten wir 2, 3 Sekunden und dann sollte gleich auch schon das System da zu sehen sein. So,
Fertig. Webinar Trader hieß es und da ist das System auch schon. So. Theoretisch können wir jetzt sofort anfangen, das System zu traden. Aber sollten wir auf jeden Fall nicht machen. Wir sollten nichts direkt live traden, was wir nicht ausführlich getestet haben. Es können sich immer Programmierfehler einschleichen. Von daher auf jeden Fall vorher testen. Aber wir wissen noch gar nicht, ob das System überhaupt profitabel ist. Und das können wir natürlich ganz bequem im Strategietester testen. Wir haben ja hier oben Salida MetaTrader den Strategietester eingebaut. Da kostet nichts extra. Gibt es im MetaTrader 4 und 5. Und da prüfen wir einfach mal, ob das System überhaupt profitabel ist. Hier wählen wir hier den Webinar-Trader aus. Wir sagen, wir möchten in Euro-Dollar handeln auf Stundenbasis und machen wir nicht von 2010 an zurück. Das ist ein bisschen zu weit. Gehen wir einfach kurz von 2015 an. Können wir zwischendurch auch abbrechen. Wir wollen einfach nur mal gucken, dass das funktioniert. So, mit wie viel Volumen handeln wir das eigentlich? Gehen wir hier rechts auf Export-Advisor-Optionen. Wir sagen einfach mal Kontostand. Da wir ein Lot handeln, ist 1000 Euro zu wenig. Trage hier einfach nur zum Testen 50.000 ein. Spielt jetzt keine Rolle. Gehe auf Eingaben und ich sehe hier die Variable. Die Variable, die wir gerade im EA-Labor hinzugefügt haben. Das heißt, ich kann hier jederzeit bequem mein Volumen ändern und muss nicht erst reingehen in den Code oder in den EA-Labor, ins EA-Labor, um zu bearbeiten. Das lasse ich, klicke hier auf OK und dann klicke ich auf Test starten. Dann werde ich gleich sehen, ob ich vielleicht einen kleinen Programmierfehler eingebaut habe, ungewollt oder gewollt. Und ich sehe, ob das System so funktioniert, wie es funktionieren soll. Das heißt, ich kann genau nachgucken, gleich, ob er wirklich um 13 Uhr Short geht und um 15 Uhr die Position schließt. Und ich sehe auch gleichzeitig, ob und wie profitabel das System eigentlich überhaupt ist. So, das dauert ein paar Sekunden. Ich gucke gleich mal in die Fragen rein. Und jetzt schauen wir mal, was wir schon mal in der Zwischenzeit beantworten können. So. Wird das Programm auch rechnen können? Zum Beispiel eine Range des DAX zwischen 9 und 10 Uhr. Ja, das wird es auch können. Das ist momentan in der Version noch nicht eingebaut, aber das ist derzeit auch in der Entwicklung, dass wir halt auch im EA-Labor die Funktion haben zu sagen, eröffne eine Long-Position, wenn zum Beispiel eine Range nach oben gebrochen ist. Oder schließe eine Position, wenn eine Range nach unten gebrochen ist. Das wird auch gehen. Die Uhrzeiten, die können auch dynamisch eingestellt werden. Das heißt, Sie können sagen, Sie wollen die Range von 9 bis 10 Uhr handeln und die von 15:30 bis 16:30. Das alles wird auf jeden Fall möglich sein und ist auch schon derzeit in der Entwicklung. So, bevor wir zur nächsten Frage gehen, gucken wir mal kurz, ob das funktioniert. Ja, technisch funktioniert es schon mal. Warten wir noch ein bisschen ab, wie das System weiterläuft und dann gucken wir gleich mal in die Details. Und wie das System so lief. So, die nächste Frage. Wo kommen die Daten für das Backtesting her? Die kommen aus Ihrem MetaTrader her. Das heißt, wenn Sie mit dem EA-Labor hat das prinzipiell nichts direkt zu tun. Das heißt, das EA-Labor generiert Ihnen quasi nur das Handelssystem. Der Backtest wird ja im MetaTrader durchgeführt und standardmäßig bekommen Sie die Daten kostenlos vom FXPert-Server. Und dann können Sie den ersten groben Test halt erstmal durchführen in dem Bereich. Also wir können hier oben unter Extras an die Historiendatenbank gehen. Da können Sie quasi die historischen Daten soweit verwalten. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte einen US-Dollar-kanadischen Dollar-System handeln und zwar auf 30-Minuten-Basis, klicke ich hier rauf, Doppelklick, klicke dann auf Herunterladen und dann lädt er die Daten vom Server runter und dann können wir sie gleich im Strategietester auch verwenden. Also die Daten kommen aus dem MetaTrader direkt quasi raus. So, das sieht soweit erstmal gut aus. Die Performance-Kurve soll uns erstmal nicht interessieren. Wir gucken mal auf die Ergebnisse und schauen einfach mal, ob das technisch soweit funktioniert hat. Gehe direkt hier mal oben, schauen wir die erste Order an und wir sehen ja hier wirklich jede einzelne Aktion. Also wir sehen jeden Einstieg, Ausstieg. Wenn wir einen Stop-Loss hätten, würden wir auch den Einstieg, also die Änderung vom Stop-Loss, das Setzen vom Stop-Loss, wir sehen hier jede einzelne Aktivität. Und das ist perfekt, um jetzt zu prüfen, ob das technisch funktioniert hat. Schauen wir mal. Erste Position. Eingegangen am 2.1.2015 um 13 Uhr. Wir sind short gegangen. Ein Lot zu dem Preis. Wird sehr wahrscheinlich der korrekte Preis gewesen sein. Soweit technisch schon mal perfekt. Wir wollten um 13 Uhr short gehen. Ein Kontrakt. So, die nächste Transaktion
am gleichen Tag, 2 Stunden später, um 15 Uhr. Wir gehen die Position raus. Das heißt, wir schließen die Position. Wir sehen hier ein Volumen. Das ist also ein Lot, meine ich. Das ist der aktuelle Preis. Wir sehen den Gewinn und den Kontostand. Schauen wir mal weiter. Wir sehen, wenn wir nur die Uhrzeit uns betrachten, 13:15, 13:15, 13:15, sieht soweit eigentlich korrekt aus. So. Ist noch nicht ganz durch, der Test. Aber prinzipiell sieht es schon mal so gut aus, dass er nicht wie ein Maschinengewehr handelt. Das heißt, jetzt keine wilden Positionen eröffnet. Er hat immer nur eine Position offen zur gleichen Zeit. Das erkennen wir zum Beispiel daran, dass wir hier mal einen Wechsel haben von Sell Close, Sell Close, Sell Close. Er geht nie long, hat nur eine Position auf, setzt keinen Stop Loss und keinen Take Profit, so wie wir es eigentlich auch haben wollten in dem Bereich. So, schaue ich nochmal kurz zurück in die Fragen. Wird es den generierten Quellcode auch für andere Systeme außer dem MetaTrader 4 geben? Ja, die aktuelle Version, die noch relativ am Anfang ist, wird nur für den MetaTrader 4 geben. Also der Quellcode ist nur für den MetaTrader 4. Aber es wird so sein, das ist auch aktuell in der Planung und auch technisch der Grundstein schon gelegt, dass man die Wahl hat, jederzeit zu sagen, ich möchte das System mit dem MetaTrader 5 und oder mit dem MetaTrader 4 handeln. Das geht zu jeder Zeit. Das heißt, wenn ich also das CA-Labor offen habe, ich gehe noch mal kurz rüber, und ich dann den Quellcode exportiere oder herunterlade, dann kann ich jederzeit sagen, ich möchte es für den MetaTrader 4 oder für den MetaTrader 5 oder für beides. Das heißt, wenn ich mich noch nicht entschlossen habe, wo es mir am besten gefällt, kann ich einfach sagen, das ist nur ein Mausklick. Das wird dann hier später bei Quellcode herunterladen sein. Und dann sage ich einfach hier Quellcode für 4 oder für MetaTrader 5. Das ist gar kein Problem. Für uns gar kein wirklicher Mehraufwand in dem Bereich. Das ist wirklich nur ein, zwei Klicks. So, gehen wir wieder. Achso, ansonsten natürlich, was die anderen Plattformen angeht, das ist derzeit nicht geplant. Also wir haben mal halt darüber gesprochen, ob es möglich oder wie sinnvoll es ist, das Ganze auch noch für den Ninja-Trader anzubieten. Könnte durchaus sein, aber das ist nicht spruchreif. Der Plan aktuell liegt auf MetaTrader 4 und MetaTrader 5. So sieht die aktuelle Agenda aus. So, was haben wir noch? Würde es auch später noch möglich sein, beispielsweise den Forex-Tester V3 zu unterstützen? Ich weiß gar nicht genau, was der macht. Da können Sie mir gerne mal kurz schreiben, was er eigentlich genau macht. Was für Indikatoren wird es geben und ist es möglich, diese zu erweitern? Stand heute ist, dass wir alle Standardindikatoren aus dem MetaTrader auch eingebaut haben. Das heißt, alle, die standardmäßig hier links bei Indikatoren drin sind, die können wir auch über das CA-Labor nutzen. Das ist gar kein Problem. Und da wird natürlich noch viel, viel hinzukommen. Gerade so die klassischen Sachen, Supertrends, eventuell Fibonaccis. Also alles, was sich so das Traders-Herz wünscht, das kommt noch hinzu. Eigenständig ist es nicht möglich, dass Sie einen eigenen Indikator hinzufügen. Das heißt, wenn Sie irgendwo in den Tiefen des Netzes etwas finden, wo Sie sagen, das möchten Sie jetzt eingebaut haben, dann ist das nicht möglich. Sie könnten natürlich, je nachdem, auch sagen, ich generiere mir das erstmal so, lade mir den Quellcode herunter und füge es dann selbst rein. Da ist ein bisschen Programmierarbeit für nötig. Oder aber, was wir auf jeden Fall machen wollen, wenn es Indikatoren oder Wünsche gibt, die wirklich die Masse interessieren, die viele haben wollen, dann bauen wir es auch ein und stellen das hier im Labor zur Verfügung. So, was haben wir noch? Kann System in mehrer Zeit anschalten, Indikatoren überwachen? Wir können das System so oft anwenden, wie wir wollen. Was das Überwachen angeht, verstehe ich nicht, habe ich nicht ganz verstanden, da gerne nochmal zu schreiben. Aber prinzipiell ist es im MetaTrader gar kein Problem, das System öfters anzuwenden, so oft wie wir wollen und auch auf welches Asset wir wollen. Machen wir es einfach mal in der Praxis. Ich mache das hier kurz ein bisschen kleiner. Sagen wir jetzt, wir haben das System, was wir jetzt nutzen wollen. Das ist ja der Webinar-Trader und der Webinar-Trader handelt auf Euro-Dollar. Das sehen wir hier, Euro-Dollar und schon eine 1. Den Chart habe ich aufgemacht.
und ich sage, ich will das jetzt auf meinem Konto handeln, jetzt auf das Demokonto, klicke ich einfach auf Webinar Trader, nach einem Doppelklick, sage hier, Magic Number ist jetzt in dem Fall 123 und ich möchte 0,5 Lots handeln, klicke ich einfach auf OK und das System ist aktiv. Das war's. Das System würde ab sofort automatisch jeden Tag um 13 Uhr Short gehen, um 15 Uhr Position schließen. Das sehen wir hier oben rechts, das erkennt man, glaube ich, ganz schwer. Da steht Webinar Trader, also der Name vom Handelssystem, ein kleiner Smiley dazu, der andeutet, dass alles technisch funktioniert. Und jetzt könnte ich noch weitere Charts aufmachen, könnte jetzt noch einen British Pfund Chart aufmachen, das System da anwenden, müsste dann nur eine andere Magic Nummer angeben, damit das auch funktioniert. So, das System läuft noch, schaut erstmal soweit gut aus. Die nächste Frage, können auch Candle Patterns eingegeben werden? Danke. Stand momentan noch nicht, befindet sich auch schon in der Entwicklung. Das heißt, wir können dann im IEA-Labor hier als Bedingung dann später sagen, weitere Bedingungen hinzufügen. Und zwar möchte ich nur dann handeln, wenn wir beispielsweise ein Doji haben, eine Hammer oder eine B-Formation. Das alles kommt auch noch ran. Und das können wir auch ohne Probleme mit ein, zwei Klicks hier auch noch zusätzlich aktivieren. So, Forex-Tester. Damit kann man das Trading simulieren mit echten Tickdaten von verschiedenen Providern. Das geht sowohl manuell als auch mit programmierten EA. Soll wohl besser sein als der Strategietester von MT4. Ja, vielen Dank für die Information. Wenn der Forex-Tester quasi eine Möglichkeit ist, Systeme neu oder besser backtesten zu können, wenn das prinzipiell mit jedem EA funktioniert, dann würde es auch auf jeden Fall mit den EAs von uns funktionieren. Ich habe mir das gerade mal kopiert und aufgeschrieben, gucke ich mir gerne nochmal im Nachgang an, um das Ganze, ja, um da einfach beim nächsten Mal die garantierte Antwort zu haben. So. Schauen wir nochmal rüber, den Test können wir erstmal so weit abbrechen. Ist eh gleich fertig, perfekt, dann passt das ja. Gucken wir nochmal kurz in die Ergebnisliste. Aber ich würde sagen, technisch ist hier alles sauber umgesetzt, gibt keine Probleme, Positionen werden sauber geschlossen. So wollen wir das Ganze haben. Und jetzt ist natürlich das Tolle, ich kann jederzeit das Ganze noch optimieren. Ich kann jetzt hier genauso sagen, ich möchte noch was hinzufügen oder halt nicht, ich möchte was entfernen oder. Das alles geht halt wieder mit ein, zwei Klicks. Ich sage, er geht mir irgendwie zu oft. Jeden Tag will ich dann doch nicht reingehen. Ich will vielleicht noch einen RSI-Filter haben. Ich will einen MACD-Filter haben oder was auch immer. Alles gar kein Problem. Wir können Bedingungen hinzufügen, wie wir lustig sind und Zeit haben. Wir können sie wieder entfernen. Also das ist wirklich eigentlich ein schönes Zusammenspiel zwischen EA-Labor. Wir laden uns die neue Version runter, installieren sie, backtesten, gucken dann wieder, was war besser, optimieren das Ganze und so weiter und so weiter. Und das Ganze ohne Geld jedes Mal auszugeben dafür, dass ein Programmierer das für uns macht, ohne auch irgendwie ja, uns ewig mit dem Thema Programmierung zu beschäftigen. Perfekt, schauen wir nochmal weiter. Preisvorstellung, gibt es schon eine Preisvorstellung? Ja, da komme ich gleich dazu. Dann kann ich noch zeigen, wie Sie da den Zugang auch noch zu bekommen. So, jetzt kommen die Fragen langsam immer mehr. Für mich wäre eher ein Signalsystem interessant, was mich automatisch informiert, wenn ein automatisches Signal auftritt, zum Beispiel eine Sonne, da ich berufstätig bin. Ja, genau. Das wird auch kommen. Das wird auch möglich sein, dass Sie später die Option haben zu sagen, trade live oder trade nicht live oder Demo, das ist jetzt egal, sondern schicke mir beispielsweise eine Push-Benachrichtigung auf mein Smartphone. iPhone oder Android, völlig egal, geht glaube mit beiden Systemen, das wird auch möglich sein. Oder schicke mir eine E-Mail, wenn das Signal kommt. Das wird auch möglich sein, sodass man als Trader die Möglichkeit hat zu sagen, will ich nutzen, also will ich automatisch traden oder ich will einfach informiert werden und dann mache ich das selbst manuell. So, wann wird man die erste Version nutzen können und wie sieht es preislich aus? Ja, da komme ich gleich zu. Das ist eine beliebte Frage. Kannst du nochmal die Ergebnisse des Backtests zeigen? Ja, gerne. So, der Test ist jetzt auch fertig von 2015 bis heute. Sieht das Ergebnis so aus. So, die Frage ist natürlich, wie können Sie das Ganze jetzt nutzen und wie geht es weiter mit dem EA-Labor? Das EA-Labor, so wie wir es hier sehen,
ist momentan noch nicht öffentlich. Wir zeigen es Ihnen im Webinar gerade das erste Mal. Es ist nicht auf Streichhölzern gebaut, was leicht zusammenbricht. Wie gesagt, wir nutzen es schon intern. Es ist natürlich von den Funktionen her noch sehr viel Potenzial offen. Auf der Webseite kann man sich noch ein paar Sachen dazu durchlesen. Aber wir haben uns dazu entschlossen, dass wir quasi FX-Wert-Kunden exklusiv, die jetzt beim Webinar auch dabei sind, die Möglichkeit zu bieten, sich das IA-Labor schon mal zu mieten und zu testen. Das heißt, wenn Sie interessiert sind, das IA-Labor zu nutzen, dann können Sie einfach auf ia-labor.de gehen, ia-labor, und dann hier das Kontaktformular öffnen oder uns eine E-Mail schreiben an mail@ia-labor.de und ja, uns einfach anschreiben, dass Sie das Ganze nutzen möchten. Regulär kostet der Zugang zum IA-Labor Stand heute 60 Euro im Monat, aber da wir noch in der Anfangsphase sind und durch IBOCAMP die Partnerschaft mit FXWIRT haben, ist es möglich, das IA-Labor momentan für 20 Euro im Monat zu mieten. Ohne Vertragslaufzeit. Das heißt, wenn Sie sagen, ich möchte es mir mal angucken, dann können Sie sich den Zugang buchen für 20 Euro. Und wenn Sie dann nach 2, 3 Wochen sagen, ist nichts für mich oder ich warte lieber, bis die nächste Version fertig ist, dann können Sie es einfach kündigen. Da haben wir jetzt keinen großen Knebelvertrag von 50 Jahren und auch keine versteckten Kosten. Also, wenn es interessant ist für Sie, ich schicke gerne noch meinen Link in den Chat rein. Dann einfach auf die Seite gehen, uns unten anschreiben über die E-Mail-Adresse oder über das Kontaktformular. Und dann schicken wir Ihnen den Link, wo Sie das System buchen können. Und dann haben Sie voll Zugriff drauf. Das heißt, Sie können, wenn Sie Zeit und Lust haben, den ganzen Tag sich Handelssysteme erstellen. Ob 5, 10, 20 oder 500, das spielt keine Rolle. Das führt nicht zu Mehrkosten. Die Systeme können Sie sich herunterladen. Sie haben den Quellcode und können mit denen jetzt halt arbeiten, können es nutzen. Ob Demo oder Live, das ist Ihnen völlig frei überlassen. So. Was verbirgt sich hinter Berichten und Journal im Backtesting? Ja, sehr gerne. Schauen wir mal rauf. Bericht und Journal. Wir haben hier einmal Bericht und Journal. Journal ist eigentlich relativ langweilig oder uninteressant. Hier sehen quasi eine Art Protokoll. Hier sehen wir ganz genau, was der IA gemacht hat. Also nochmal in einer unformatierten Darstellung, wann was gekauft wurde. Fehlermeldungen zum Beispiel würden wir hier sehen. Informationsausgaben würden wir hier sehen und so weiter. Das ist quasi so eine Entwicklerkonsole, wo wir über alles Mögliche informiert werden. Bericht wiederum, da haben wir sehr, sehr wichtige und interessante Kennzahlen. Zum Beispiel sehen wir hier, wie ist der Profitfaktor? Wir haben einen Profitfaktor von 1,20. Wie war der maximale Drawdown? Der war hier bei 8,97%. Wie war der Bruttoprofit? Welchen Spread haben wir verwendet? Wie war der größte Gewinntrade? Der war hier bei 2.200 Euro. Der größte Verlusttrade minus 1.200 Euro. Also das sind ganz, ganz wichtige Kennzahlen, die wir brauchen, um ein System zu bewerten. Ist es gut oder ist es schlecht? Wie viel Kapital brauche ich circa? Wie oft tradet das System circa? Das alles sehen wir hier in dem Ganzen. Und wenn wir die Informationen uns behalten wollen oder speichern wollen, können wir auch einfach rechts einen Klick hier machen, klicken als Bericht speichern und dann haben wir das alles auf unserer Festplatte mit der Grafik, mit dem Bericht und können uns dann jederzeit die Grafiken angucken oder das Ganze vergleichen. Wenn wir jetzt beispielsweise 10 verschiedene Versionen testen, das ist eigentlich ganz praktisch im MetaTrader. So, noch eine Rückfrage, damit kann ich auch Indikatoren auslesen oder geht es nur anhand von Kursen und Kursmarken? Ja, Indikatoren auslesen ist auch kein Problem. Wir haben hier unter weiteren Bedingungen, kann ich einfach sagen Indikatoren und dann könnte ich halt sagen, der RSI, der aktuelle 14er Periode muss kleiner sein als das, was ich angebe. Kleiner 5 beispielsweise, klicke auf Hinzufügen, gar kein Problem. Also ich kann hier so viele Indikatoren hinzufügen, wie ich möchte. Noch ein RSI, noch ein RSI im Durchschnitt, MACD. Stand heute ist, dass alle Standardindikatoren vom MetaTrader 4 hier auch eingebaut sind. Da kommen wir noch weitere hinzu, aber Stand heute ist alles, alle Standardindikatoren funktioniert auch soweit. So, dann haben wir die Fragebox.
Soweit erstmal durch. Ich schaue nochmal. Ich hätte eine Frage zur Abo-Laufzeit. Für welchen Zeitraum muss man sich für das Abo entscheiden? Danke für die Antwort. Ja, wir wollen jetzt hier keinen Druck aufbauen, dass das Angebot noch 5 Minuten gültig ist. Ich sage einfach mal, wenn Sie in ein paar Tagen oder in einer Woche uns anschreiben, ist das auch kein Problem. Dann haben wir auch noch das Webinar in Erinnerung. Dann funktioniert das auch ohne Probleme. Von daher kein Zeitdruck. Und Abo-Laufzeit, wie gesagt, da gibt es keine Kündigungsfrist von X Monaten oder keine Mindestvertragslaufzeit. Wir können es immer jederzeit zum Monats, also zum Buchungsmonat ändern, buchen, kündigen. Das heißt, wenn Sie quasi am 1. Februar das Ganze buchen, können Sie auch zum 1. März kündigen, oder wenn Sie zum 15. Februar buchen, können Sie es zunächst auch zum 15. März kündigen. Also da ganz entspannt, da haben wir so bei AgroCamp auch keine versteckten Kosten oder keine geheimen langen Vertragslaufzeiten. Also bei Interesse einfach uns anschreiben, dann schicken wir Ihnen gerne den Link zurück, wo Sie das System ganz bequem online buchen können, und dann können Sie damit alles Mögliche, was die Funktionen ermöglichen, umsetzen und testen. Und das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß von der Bedienung her, weil wir halt wirklich uns nicht mit der Programmierung beschäftigen müssen. Wenn wir so auf den Quellcode gucken, das macht nicht Spaß, wenn wir den ganzen Tag davor sitzen. Wahrscheinlich wollen wir es auch nicht. Wir haben auch nicht die Zeit dafür. Und ich sage es immer wieder, Programmierung ist ein eigenständiger Beruf. Das sollten wir nicht parallel machen zum Traden. Das sind einfach zwei sehr, sehr komplexe Welten. Und da sollten wir uns lieber darauf beschäftigen oder darauf konzentrieren, dass wir unsere Zeit fürs Traden nutzen oder für die Handelsstrategie nutzen, aber nicht auch noch mit der wirklichen Programmierung anfangen. Schön, dann haben wir fast eine Punktlandung soweit erreicht. Die Fragen sind eigentlich erstmal alle erledigt. Falls noch Gerne welche noch kommen. die Zeit nutzen, noch Fragen zu stellen. Ich glaube, die paar Minuten, die wir noch haben, können wir da auf jeden Fall nutzen. Ich bin wirklich begeistert, David, vom IA-Labor. Wirklich sehr einfach gehalten und trotzdem sehr viele Funktionen, beziehungsweise die auch noch kommen werden. Aber alles wirklich durchstrukturiert und wirklich für jeden oder jeder wird hier abgeholt. Auf jeden Fall vielen Dank auch für das Angebot für die FX-Lab-Kunden. Finde ich wirklich super. Und hier sind noch ein paar Meldungen gekommen. Genau, da ist, glaube ich, noch eine Frage, die vielleicht an dich gerichtet ist. Genau, wird es nur für FX-Kunden günstiger sein oder auch für Nicht-Kunden? Genau, Stand heute ist, alle FX-Kunden bekommen den günstiger und alle Nicht-FX-Kunden können ihn momentan noch gar nicht buchen. Das heißt, die Version ist immer noch im kleinen privaten Bereich, und die nicht bei FX sind, die müssen sich leider noch etwas gedulden, um sich dann den Zugang auch buchen zu können. Nein, also es fallen keine Kosten für den MetaTrader an. Also wenn Sie ein Live-Konto bei FX Flat haben, dann ist die Plattform kostenfrei für Sie. Und auch die Kurse natürlich. Genau. Gut, wenn noch Fragen sind, dann wie immer gerne an uns, und wir leiten das weiter oder direkt an David. David, hast du noch ein, beziehungsweise Kontaktformular hast du ja auch eben vorhin gezeigt. Da kann man sicherlich auch die Fragen stellen. Kann man auch Genau. weitere Funktionen sich bei euch wünschen oder auch Ja, sehr über das? gerne. Genau, am besten auch über das Kontaktformular. Das Ganze haben wir auch schon beim Forex-Screener so umgesetzt. Da sind wir immer sehr, sehr interessiert dran, die Sachen umzusetzen, die Trader draußen wirklich haben wollen, dass wir nichts Theoretisches entwickeln und wer Ideen hat, gerne, gerne an uns schicken. Bedeutet natürlich nicht, dass wir es sofort umsetzen, sondern wir haben intern immer eine Ideenliste. Ideen, wo wir sagen, super, dass wir selbst nicht drauf gekommen sind, das setzen wir sofort um. Und Ideen, wo wir nicht direkt überzeugt sind, das kommt auch auf unsere Liste. Und je mehr Trader sich eine gewisse Funktion wünschen, desto wahrscheinlicher ist es dann auch, dass wir die dann auch umsetzen werden. Da ist noch eine Frage reingekommen, die nehmen wir noch mit. Und zwar beim Backtesten jetzt im Strategietester. Welche Kosten werden da berücksichtigt, David? Genau. Also
Im Strategietester haben wir die Kosten, die anfallen, und zwar haben wir hier den Spread, den können wir angeben. Wir haben beim Devisenhandel, speziell jetzt hier im MetaTrader bei FX-Spread, keine Gebühren, die wir zahlen müssen. Wir haben nur den Spread und die Swaps, die anfallen. Die Swaps, die können wir nicht simulieren. Was wir aber machen können, was immer sehr, sehr, sehr sinnvoll ist, ist, dass wir nicht den aktuellen Standard-Spread nehmen. Das heißt, beispielsweise haben wir ein Standardspread von einem Pip, dann würde ich eigentlich eine 10 eintragen. Das ist die Darstellung für einen Pip. Sondern ich kann das Ganze ein bisschen härter hierüber simulieren, indem ich einfach sage, ich weiß, durchschnittlich ist der Spread eigentlich bei einem Pip, aber ich sage einfach mal, ich mache einfach mal 2 Pips, also 20, und lasse das Ganze dann durchlaufen. So kann ich ein bisschen herausfinden, wie stark ist das System eigentlich. Eigentlich oder wie robust ist das System eigentlich? Ist das System, was wir jetzt beispielsweise getestet haben, mit einem Pip profitabel, aber mit 2 Pips nicht mehr? Dann würde ich das System vielleicht nicht handeln, weil ich einfach mal sage, dass der eine Pip, der nur noch überbleibt, wahrscheinlich von Slippage, ein bisschen von der Swap oder aufgefressen wird. Okay, prima. Dann können wir das Webinar hiermit abschließen. Vielen Dank an die Teilnehmer, dass sie heute live dabei waren und auch so aktiv Fragen gestellt haben. Das Webinar kommt, ja, ich denke mal, sollte morgen dann entsprechend online sein. Und dann können Sie alles nochmal nacharbeiten. Und wie gesagt, wenn Fragen nochmal auftauchen, dann gerne uns kontaktieren. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und hoffentlich war das Webinar auch für Sie interessant und spannend. Für mich ist es auf jeden Fall. Deswegen ein Riesendank an David und freue mich schon auf das nächste Webinar. Ist auch schon auf der Webseite online bei uns. Können Sie sich sehr gerne dafür registrieren. Und David, gerne das Schlusswort von mir aus. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Nelson. Vielen Dank auch an alle Teilnehmer, die heute wieder dabei waren. Freut mich, dass so viele hier aktiv Fragen gestellt haben und dass das Interesse so gut da ist oder überhaupt da ist. Das freut mich auf jeden Fall. Ja, ich kann nur sagen, nutzen Sie ruhig die Chance. Wir haben das Ganze wirklich auch schon intern in der Nutzung und haben damit auch schon Systeme gebaut, die auch schon live laufen. Also wir haben ja wirklich was genutzt, auch oder entwickelt, auch aus Eigeninteresse. Also was brauchen wir einfach? Es muss nicht jede Strategie von einem Programmierer umgesetzt werden. Wir haben lieber gesagt, ein Programmierer baut das CA-Labor oder viele Programmierer bauen das CA-Labor, was erstmal viel Zeit benötigt oder Arbeit benötigt. Aber dann haben wir halt ein System, wo wir wirklich sehr viel entspannt herumtesten können. Das macht wirklich Spaß, wenn wir Systeme einfach mal, die wir in Webinaren oder in Zeitungen lesen, einfach mal testen können. Wir wissen ja gar nicht, ist es profitabel oder stimmt da was nicht in dem Beitrag, Blogbeitrag oder was auch immer hier. Können wir uns das schnell zusammenklicken, schwarz auf weiß, haben keine großen Kosten. Und von daher, wenn das Interesse da ist, gerne den Kontakt an uns oder auch den Kontakt zu FX-Welt. Von daher bedanke ich mich für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Passen Sie gut auf Ihre Position auf und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.